Moin! Sieht nicht salonfähig aus. Meine Frau ist nicht salonfähig. Deswegen sitzt sie auch in der Küche. Nee, im Salon kommt die schon lange nicht mehr. Salon haben wir ja nicht. Guck nicht so ernst. Ernst August. Guckst du schon wieder so? Ja, aber wie? Was sollst du denn heute hin? Müll wegbringen. Was war denn? Jetzt Pappe und das wird ja alles nicht mehr abgeholt. Ja, ich habe Frankie gestern gesehen, der saß am Hof. Also ist der Plastikmüll abgeholt. Die Verpackungsmüll. Ich so, nee, grillt doch über. Ja. Wieso holen die das nicht ab? So, keine Ahnung, musst du anbauen. Ja, also, wie die Tonnen jetzt aussehen, nehmen sie die erst recht nicht mit. Naja, also so oder so muss ich Pappe wegbringen, weil wir haben jetzt so viele große Pakete bekommen. Stimmt. Und meine Altreifen. Oh, ich bin wieder voll. Ja, ist das viel Müll. Ist das viel Müll. Ist das der Müll? Da gibt es wieder eine neue Love Matrix Reloaded. Oh. Ja, und die Splitters. Wie auch immer. Heute ist Müllentsorgungstag. Jetzt muss alles weg hier. Das ist das GT natürlich. Ne, das GT hier. Ich habe auch noch keiner gesehen. Das GT mit der Manitou. Der zerlegten Manitou-Gabel. Noch nicht ganz zerlegt. Kommt noch. Zur Historie gehören wir auch. Das ist der Hochlichtung Bestand seit dem dritten Lebensjahr. Kein Kohlenladen mehr. Kohlenladung, ja? Kohlenladen! Ja, lustig. Kein Kohlenladen mehr. Neuer Witz des Tages, ey. Ja. Ja, wer ist dann der Letzte, der noch mal. Ich weiß das jetzt. Aber ist ja nicht wirklich. Scheiße. Immer da. Scheiße. Also nicht vor, oder was? Guck mal, brauchen ist beiden schwach? Ja. Ich keine Ahnung von nirgends was. Mann, Biden war schon Vizepräsident, als Carter noch im Amt war. Carter. Von Backstreet Boys. Ja, genau der. El Carter, ey. Oh, scheiße. Falsch. Ach, scheiße. Falsch. Ah, ich setze die Kopfhörer auf. Protection. Ja, das ist von meiner Tochter. Die könnte ein bisschen eng sein für dich. Ja, dachte ich mir. For the noise. Ah, schöne for Bäume. The noise cancelling. Jetzt bin ich back in the family. First time in the car, of Tomis. Ja, ja. Ah, cheers. Ja. Schön über Gelb fahren, ja. Kann ja nicht sein, dass er dich das aussucht, ob du dir was abkassierst. Ja doch, das ist, normalerweise gibt es eine feste Regel. Das kostet was, fertig, Punkt, aus. Ja. Okay, die andere sagt manchmal einfach so, ja. Manche winken durch, sagen, hier komm, manche sagen 5 Euro, manche sagen 10 Euro, manche, das ist nicht, guck mal, steht ja nicht mehr auf, in meiner Grunde genommen. Moin.
Ein paar Pappkartons, Verpackung und Fahrradreifen. Ja. In eine Kiste voll. Also ja. Fahrradreifen. Das läuft dann bei uns unter Hausmüll. Das kostet wenig. Ja, ist ja. Okay, kein Problem. Naja, ihr kann das nicht in den Hausmüll schmeißen. Nee, und lass ihn an, dann fahren wir nach links und dann ja. Öffnen. Ja. 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 Weil die wollen, dass ich in den Hausmüll schmeiße, aber ich kann ihn in den Hausmüll schmeißen. Das ist zu viel. Verteilen. Nee, bei dem ist nicht privat. Da hab ich schon auf der Ehe gemacht, wenn man so jetzt hinbringt. Ja. Ja klar, ich wollte ja nebenbei dran. Nein, das ist ja macht das ja auch ein bisschen besser. Ja, eben, deswegen bringt es. Ja. Ich jetzt nur den Karton. Nur der, den anderen sind nur Verpackungen. Halt, ich ein Spiel immer. Obwohl heute der 12. ist. Nee. Das ist der 6. Hey, Dude! So, jetzt müssen wir Leichtverpackung und. Leichtverpackung ist das, was hier abgetrennt ist. Und Papa kommt da hinten rein. Und. Wo will der hin? Der rückwärts. So, dann nehme ich gleich die. Zack, so einfach sieht das aus. Die hat einen Blick drauf, seitdem ich dir eine Quatsch habe, ey. Wer denn? Die Olle. Ich sag so wie Goldschläger und die so, Alter, was geht ab? Hat nicht mehr klar, hat ein Fragezeichen im Kopf. It's electric. Guck mal, wenn ich hier stehe, so stehe, stehen alle anderen auch so. Hast du gesehen, wie sie vorher gestanden haben? Ja. Kreuz und quer. Keine Ahnung, jetzt System drin, Alter. Jetzt haben sie System. Da gibt's was vor. Holla, die Waldfee. Das ist der Tommy. Ein Hoch auf den Tommy. Ein Hoch auf den Tommy, Alter. Und Grüß den Golfschläger! Grüß den Hislau! Ja, hat er gemacht! Ja. Hallo! Hallo! Wieso müsst ihr einkaufen gehen? Weil ich eine Glasflasche brauche, ich brauche Lebensmittel gerade. Wow! Oh. Wer guckt da wieder so sauer? Und wer ist da wirklich sauer? Darf ich kaputt machen? Oh, warum guckst du so sauer? So, komm's gar nicht, ich will jetzt losgehen. Du hast jetzt Arbeit, ja? Warum guckst du so sauer? Ja, also kommt dann um zwei, ja? Mann, du weißt, was du willst, du sagst mir nicht. Auf die Stänke an. Ja, wir lassen dich doch aber nicht da, das weißt du doch. Weg sind sie. Was macht ihr denn hier? Weiß ich auch nicht. Was ist denn das überhaupt? Eigentlich brauche ich die dann ein bisschen abschneiden. Also. Wieso? Das kommt dann irgendwann in der Zukunft. Wieso? Was macht ihr? Was ist denn damit? So. Mach doch mal hier locker und ein bisschen raus. Ja. Immer soll da was raus. Aber nee. Es soll ein bisschen zu der Seite da. Zu welcher Seite? Hier rüber? Ja. Ja, dann hier locker machen und ein bisschen rausschieben. Ja. Acht. Acht und ein Neuner. Nein, einfach nur so. So. Thomas, Kaffeekränzchen wieder. Worum geht's? Kaffee. Kaffee, ja? Immer entgegennehmen. Na moin. Oh, ich war ja schon die ganze Zeit da, Tommy. Wollte ich schon sagen, Ach, ihm! Ach, ihm! Ach, ihm! Das ist mal gut, nein. Naja, basteln musst du dir selber, den Fehler habe ich da. Weil die Standardteile halten nicht. Die reißen auseinander, die kosten viel Geld. Also ist jetzt die Winter komplett zu irgendwie, also hier war einer wegen einem Teil.
auch nicht vorrätig ist. Also es riecht natürlich auch. Wenn wir draußen stehen, als, sonst hast du den Bock. Ist einfach Tür zu. Ja, ich sollte nicht weiter. Ja. Das kenne ich aus dem Internet. Ja. Na schick. Internet ist ja nicht überall, das ist alle die hoch. Ja, ja. Schau dich um, guck dich um oder was? Jetzt bist du im Internet. Läuft das denn aktuell der Stream? Nein, das ist kein Livestream. Eineinhalb Stunden. Das alles und noch viel mehr würde ich machen. König von Deutschland, wer? Ja. Das war auch ein richtig gieriges Stück. Ja. Ich muss bloß leider gestehen, mein Fernseher ist so modern, den Anschluss habe ich nicht mehr. Oh, läuft ja nichts mehr über Antenne. Auch über Antenne oder UHF. Oh, die Kinder. Der Captain Hook kommt heute. Piotr Banski und der Captain Hook. Tja, Mensch, wie es aussieht, haben wir jetzt eine. Was hast du da? Du dich da verletzt? Nee, es ist nur nass, ne? Die Fieder ist nass. Ach ja. Ach, wir haben 2299. Wir kommen nicht an die 2300 ran. Es sind ganz wenig neue Abonnenten, die dazukommen immer. Ja, ist natürlich Quatsch, kommen schon neue Abonnenten dazu, aber es sind wenig. Sind richtig zurückgegangen. Aber wie gesagt, das ist ja nicht wichtig, ob viel oder wenig. Hauptsache ehrlich, das ist mir ganz doll wichtig. Und was wollte ich noch sagen? Ja, ich habe heute ein bisschen im Keller, war ich heute kurz und habe fotografiert von den Sachen, die so im Laufe dieses Jahres gekommen sind und habe die über eBay Kleinanzeigen und so weiter immer weg, weg, weg. Also so Kleinkram und Müll und du weißt, ihr wisst ja, was mir die Leute so oft schwatzen. Da kam heute schon wieder jetzt ein Bekannter und hat mir Leuchtbuchstaben gebracht. Zum Beispiel Leuchtreklame, diese, die an den Läden dran ist. Zum Buchstaben. Ich sage, was soll ich denn damit? Ich meine, was soll ich damit? Na, egal, ich habe es eingestellt und guck mal, ob das. Also, ich habe ihm Geld dafür gegeben. Er wird natürlich ein bisschen Geld haben. Und habe die eingestellt und hoffe, dass es ein wenig läuft. Dass ich die auch verkaufe. Ach, gucken wir. Gucken wir, gucken wir. Kriegen wir schon hin irgendwie. Aber mit der Taube, das wird wohl nichts mehr. So, gucken wir. Ist laut sind die. Captain Hook ist laut. Im Kinderzimmer. Ja, ja, ja. Wegen Captain Hook. Ja. Die sagt so vorne so kahl, aber das ist nur, weil es so nass ist. Oder? Ja. Weil die so komisch liegen. Ja, aber die hat, die ist auch ein bisschen kahl. Ja? Ja. Also doch, eine war völlig ohne Druck. Oh, hat sie dann heimlich. Ne? Hat sie heimlich geschüttelt wieder hingestellt. Machen wir jetzt erstmal Feierabend für heute. Morgen geht's weiter. Na? Hm? Mann, Google. Danke. was liegt an? Keine Ahnung. Auto holen.
die noch nicht getragen. Also ganz neu. Ja. Mama hat den, glaube ich, vor 4 Wochen gekauft. Papa, in der Schule haben sie schon ganze Zeit über meinen Geburtstag geredet, hat gestern ja erschmettert. Nachdem wir vom Toilette gekommen sind. Wir mussten so lange, dass Frau Häuser bestimmt die Gelegenheit genutzt hat, um mit den anderen über meinen Geburtstag zu reden. Okay. Ich bin echt gespannt, was mich morgen mal in der Schule erwartet. Na, hoffentlich nur Gutes, ja? Ja, zum Beispiel Happy Birthday. Hey, Happy Birthday dürfen wir nur auf dem Hof singen. Wir dürfen jetzt immer noch in der Klasse singen. Also wegen der ganzen Spucke? Was? Was? Die Lehrer. Wegen der ganzen Spucke. Die Lehrer haben diese Stellung gemacht. Papa, diese Regel. Frau Häuser findet, Frau Stolziger macht das irgendwie viel cooler und lustiger, weil sie immer ein Minilied anmacht, was richtig lustig ist. Und dann dürft ihr mit. Wir lachen nur. Wegen der ganzen Spucke. Wahnsinn. Tattoo. Kinder. Habt ihr heute noch mit Schulbus? Dann kann ich ja noch irgendwie. Heute noch mit Schulbus, ja. Und morgen mit dir. Laufen, oder? Hm? Was? Und wieder dort nach hinten, oder? Ja, klar. Sehr gut. So, da bin ich wieder. Und jetzt ist mein Spiegel abgebrochen. Mein Außenspiegel vom Auto. Herzlichen Glückwunsch, Tommy. Jetzt kann ich heute einen Spiegel reparieren vom VW-Bus. Irgendwie kommt man nicht voran. Aua, aber was sollen wir machen? Kriegen wir wenigstens ein neues Video für euch zusammen. Fantastisch, auf meine Kosten. Außenspiegeldefekt. Ja, bin ich mal gespannt. Also ich baue das Ding ab, dann nachher. Wenn ich weiß, wie. Ja. Ich weiß nämlich noch nicht genau wie. Gut, sind 3 Schrauben dran, das ist recht offensichtlich. Aber es ist ja ein elektrischer, also sprich, da werden ja wohl auch noch irgendwelche anderen Sachen. Sein Kabel.
die irgendwo in den Innenraum führen und hoffentlich muss ich die Verkleidung nicht abbauen, aber ich denke mal, ich muss die Verkleidung abbauen. Die Innenverkleidung. So oder so, ich baue das Ding ab. Und werde versuchen, ihn zu reparieren. Der wurde nämlich mit Gewalt letztens in die falsche Richtung gebogen. Gebrochen. Passt schon. Gucken wir, ob er zu retten ist. Wenn nicht, muss ich mir einen neuen kaufen. Das wäre ärgerlich, aber das ist halt so. Was ich mache. Regulär dürfte ich dann morgen nicht mal Auto fahren. Vielleicht wäre sie auch gestorben, wenn sie nicht darauf geknallt wäre. Das hat es vielleicht ein bisschen abgefedert. Ja, aber es muss sofort noch gewesen sein, weil das hat echt so geknallt. Mhm. Der Taube ist immer noch bei uns. Wir werden sie einfach nicht los. Hört sich ja auch gemein an. Wir finden einfach niemanden, der sich solcher Vögel annimmt. Wir haben alles durchtelefoniert. Alles. Alle Hinweise und Vorschläge. Ja. Alle voll, keiner kann sie nehmen. Genau, wir haben überall probiert. Alles, was ihr uns gesagt habt, alles, was wir schon gefunden hatten. Und sie kann nicht fliegen. Schluss. Endlich kann sie nicht fliegen. Und wird sterben draußen. Also einfach aussetzen. Beim Tierarzt war ich mit ihr. Behandelt wurde sie. Irgendwas hat die im Kopf. Meint der Tierarzt auch noch, wenn sie aus der Höhe da gestürzt ist, dann die kippt gleich um da hinten. Jawohl, so klappt alles, ne? Durch, der kann nicht alles. Sie versucht doch zu fliegen. Naja, auf alle Fälle nimmt sie schön ihr Vitamin B zu bekommen. Vitamin B wie Boeing. Also wie Ballon. Flug. Und ihre Kur gegen Federlinge hat sie auch schon hinter sich. So besser geworden. Also, wer möchte diese Taube adoptieren? Sie wird nie fliegen lernen. Sie wird nie fliegen lernen. Letztes Mal definitiv Fakt. Auswildern ist nicht mit ihr. Wir haben nicht die Zeit dafür, nicht den Platz. Den Platz. Mal draußen Garten hätten wir das ja. Wir haben keinen Garten draußen. Genau. Und auch nicht so absehbar. Keine. Brotschein. Das Brot ist so schön, ne? Und kostet nur 97 Cent. Na dann, mein erstes Mal, dass ich einen Außenspiegel vom VW-Bus abbaue, aber kann ja nicht so schwer sein. Das kann ja nicht so schwer sein. Ja, Frühstück ist vorbei, jetzt geht es los. Mal gucken, ob ich ihn repariert bekomme, das ist viel wichtiger.
Gelöst haben wir die Schrauben draußen schon mal, habt ihr ja gesehen. Jetzt gibt es nur noch das Problem hier mit diesen Steckern, die sich hier drin irgendwo befinden. Diese Steckeranschlüsse. Oh, da war schon mal jemand dran. Zumindest macht so den Eindruck. Tada! Tatar! Le Tatar! Okay. Mal sehen, ob ich hier rankomme. Ja. Eventuell. Man muss einfach nur diese Kontakte hier drin. Ja, mal sehen, Monty. Seht ihr die da drin? Da. Warte mal, wo sind sie denn? Ja, da unten. Die da muss man lösen. Ja, da muss man die, spart man sich sozusagen, die ganze Verkleidung hier abzubauen. Ob ich das jetzt schaffe, ist so eine Sache, weil ich habe ja nur auch nicht die dünnsten Finger. Tja, wollt uns wieder zu Nummer 2 bringt, nämlich hier kräftig dran zu schieben. Zack. Zack. So, den habe ich. Moin! Schlüssel schon mal? Nee, er hat Marlies. Alter. Hol dir ab. Na gut. Wie ist es? Kalt. Ja, stimmt schon. Ich habe echt die Winterhandschuhe ausgepackt und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin nicht unglücklich darüber. Na, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Na, das ist das. Da sind ja nur ein paar Kilometer die Fahrer. Dünnen bringt es einfach nicht mehr. Ein Spiel haben sie abgefahren. Echt? Ja. Immer wieder was Neues. Jetzt schraube ich hier alles auseinander. Die Schraube raus. Verkleidung ab. Verkleidung ab. Dann kann ich die zwei Stecker lösen und dann die anderen Schrauben von außen. Dann. Geht nur um die Stecker da. Wegen der zwei Stecker muss die Verkleidung lösen. Ah ja. Mann, waren das früher noch Zeit. Ja. Plöpp. Abgenommen. Ja, oder eben du hast den Spiegel einfach hier in die Falze gesetzt. Ja. So wie es früher war bei den Dingern. Ist ja noch also bei Trabant oder was. Mhm. Aber das ist schon eine Weile her. Ja, in der Tat. Naja. Hatten alles noch dran? Dann bin ich ja nicht gewohnt. Mit dem Plastikschrott.
Also doch. So, das Spiegel haben wir ab. Was für ein Aufwand, was für ein Aufriss. Aber Spiegel ist ab. Ich weiß noch nicht wie, aber es wird funktionieren. Na klar. Na, hab ich doch eine Hand. Den Spiegel habe ich. Ja, Trophäe. Ich habe ihm den Spiegel abgebaut. Ja, zieh ich einfach los und schraub an irgendeinem anderen silbernen VW die Spiegel ab. Natürlich nicht. Selbstverständlich nein. Zumindest nicht mit Vorankündigung. Ha! Komm jetzt raus. Plopp mal Spiegel das aus, Tier. Vegan werden was Lustiger. Okay, also ich schraub diese Schraube raus. Die ging ja jetzt schon schwer raus hoch. Muss man mit viel Kraft und Gefühl, weil jetzt sind nur Kreuzer. Die drei Schrauben öffnen.
So, Elektrik raus, auf alle Fälle. Super. Die ist natürlich keine Chance zu lösen. Improvisieren. Und hier werden Geschenke verpackt. Morgen unsere Lumi hier Geburtstag hat. Ja, ja. Wir sind nur am Geld ausgeben. Na, da freuen die sich aber auch immer drauf. Ne? Ist ja auch nur einmal. Du dich ja auch. Aufs Geld ausgeben. Für dich ist das ja immer nur einmal im Jahr. Weihnachten. Für mich auch einmal im Jahr. Ja. Wir haben halt viele Kinder, das ist für uns öfter. Mit dem Geld ausgeben. Aber jedes Kind hat nur einmal Geburtstag. Ja. Im Jahr. Im Jahr. Ja. Im Jahr einmal, ne? Mhm. Oh, ja. Da braucht das die ganze Rolle für. Ich habe den Kindern übrigens gesagt, zu Weihnachten kriegen sie von uns ein Geschenk. Weil die jetzt irgendwie hören, ach, ich will das und das und das und das. Was? Die ist hier vorne. Nein. Was? Alte Lauftaube. Ja, ja. War ja nicht sehr schwierig zu fangen. Mhm. Was soll das denn werden, ne? Auf den nächsten Vogel und hab nicht mehr. Oder eine Ratte. Das ist eh was. Alles kann ich fangen. Sogar ein Faultier. Ich kann gerade nicht. Ja, ja, ich kann auch nicht. Ich will nicht brauchen. Was war das jetzt? Meine Cola, ja? Ist nicht dein Ernst. Die kannst du jetzt fressen. Mann, ey. Kauf ich mir mal eine und dann sowas. Kauf ich mir mal eine, ist ja gut, ey.
Schnauze voll. Ich baue das jetzt an und gut ist. Okay, ich baue den jetzt an und guck mal, wie lange der funktioniert. Mit zwei Speichen repariert. Oh, frohe Kunde, es funktioniert. Lego Technik, es funktioniert. Und das mit Hilfe zur Hilfenahme von, also diese Dinger sind abgebrochen, muss man ja mal erklären hier, ja. Die abgebrochenen Teile kann ich euch nicht mehr zeigen, die sind jetzt wieder verbaut. Das sind so Teile, die haben sie ja eine Nummer, die kann man sogar, könnte man sogar, oder konnte man damals wahrscheinlich einzeln nachbestellen. Die haben hier eine Teilenummer, und zwar ist das die 42690. Also wer möchte, bevor er den Spiegel abbaut, ja, kann er gerne versuchen, die Dinger nachzubestellen. Allerdings ist das Spannen der Feder das absolute Problem, der absolute Krampf. Ich meine, ich bilde mir ein, ich habe schon ein bisschen Kraft, aber das zeigt nicht in die Richtung. Und eine Schraube habe ich abgebrochen, wie immer, das, die unten am Spiegel. Die ist abgedreht. Muss jetzt halt auch ohne gehen. Fakt ist, mit Speichen, mit Hilfenahme von Speichenmaterial habe ich die Dinger ersetzt. Und jetzt funktioniert's. Ja. Mal gucken, wie lange. Bin ich sehr gespannt. Die Aufgabe ist erstmal erfüllt und jetzt würde ich mal sagen, machen wir mal einen Cut und ich muss das alles mal schneiden und dann sehen wir uns im nächsten Vlog wieder. Also macht es gut, bis dann, ciao, sagt der Tommy.